Hi, in diesem Video geht es um die 10 Grundregeln der Motivation im fucking Game. Punkt 1, du musst da sein. Sprich, es bringt nichts, wenn du nicht da bist und nicht gamest, okay? Du musst am Start sein, du musst auf die Straße gehen oder in den Club. Du musst einfach dich bewegen, du musst raus. Zweitens, fokussier dich auf die Action, okay? Don't fuck around. Fokussier dich auf Ergebnisse. Wenn du eine Frau ansprichst, willst du ihre Nummer. Wenn du ihre Nummer hast, dann willst du ein Date. Wenn du ein Date hast, willst du Sex. Wenn du Sex hast, willst du eine Beziehung. Okay? Du musst immer im Fokus haben, was dein nächstes Ziel ist. Und genau das solltest du mit jeder einzelnen Handlung verfolgen. Drittens, frag mehr Fragen. Okay? Jeder redet am liebsten über sich selber. Ist mir auch klar. Du wahrscheinlich auch. Aber das interessiert die Frau in den meisten Fällen nicht so, wie toll du bist. Okay? Frag sie mehr, einfach mehr Fragen. Interessier dich für sie. Viertens, lerne die Person kennen, bevor du sie closen willst. Okay? Qualifiziere sie davor. Überleg dir, wie du dieser Person helfen kannst oder überleg dir, wie diese Person dir helfen kann. Also finde einen Grund, warum du sie closed. Einfach nur einen Kaffee trinken zu gehen, weil du so ein netter Kerl bist, reicht nicht. Fünftens, wenn du was falsch gemacht hast, sprich, wenn sie dir einen Korb gegeben hat, dann frag sie, hey, du, ich fühle mich gerade richtig scheiße, kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe? Hilf mir bitte. Alleine dieser Spruch, kannst du mir sagen, was ich falsch gemacht habe, hilf mir bitte, dann gehen meistens die Frauen in die Position zu sagen, hey, nein, so war das gar nicht gemeint und der wahre Grund ist eigentlich das und das und das und das und dann findest du den wahren Grund raus, kannst ihn ausschalten und boom, close. Sechstens, ganz wichtige Regel, akzeptiere niemals das erste Nein, okay? Das erste Nein kann meistens nur ein Shit-Test sein. Die kennt dich ja gar nicht, die kann ja gar nicht zu deiner Persönlichkeit Nein sagen, sondern höchstens zu deinem Opening, will keine Schlampe sein auf der Straße, deswegen sagt sie aus Prinzip erstmal Nein, okay? Ein wahrer Mann erkennt, was dahinter steckt. Siebtens, Follow-up ohne Pause, okay? Es ist deine Verantwortung, dass aus der Begegnung was wird. Sprich, du willst sie danach anrufen, du willst sie proaktiv anschreiben. Wenn deine Attraction hoch genug ist, dann schreibt die Frau eh dich an, okay? Aber wenn sie das nicht tut, dann musst du dafür sorgen, dass danach der Kontakt gehalten wird. Schreib sie an, ruf sie an und mach was dafür. Achtens, Baby-steppe deinen Weg zum Momentum, okay? Momentum bedeutet, einen Zug ins Rollen zu bringen. Ein schwerer Zug, der steht, da reicht ein kleiner Stein vom ersten Rad vorne, damit er nicht losfahren kann. Aber ein Zug, der mit 300 km/h unterwegs ist, den hält nichts mehr auf. Und das willst du aufbauen. Du willst der Zug sein, der mit 300 km/h unterwegs ist, den nichts mehr auffällt, weil du einfach schon schnell unterwegs bist. Sprich, du Baby-Steps deinen Weg nach oben. Du sagst Frauen am Anfang Hallo, du sprichst sie an. Du gehst langsam mit Indirects in die Sets, fängst dann an mit Directs, gehst danach auf Full-Escalation, Speed-Escalation. Das ist es. Baby-Steppe deinen Weg zum Momentum. Neuntens, lass dein Ego zu Hause. Verführen hat nichts mit Ego zu tun. Ist auch nicht sexy, sage ich dir ganz ehrlich. Wer mit Ego gamet, hat einfach mega viele Schwächen im Game und jemand, der ohne Ego gamet, ist einfach so viel mächtiger, weil er sich selbst zurücknehmen kann für jemand anderen. Das ist viel, viel mächtiger im Game. Zehntens, geh ins Set für den Closed. Okay, es gibt eine Regel, das ist das ABC. Always be closing. Egal wie die Frau aussieht, egal ob sie dein Typ ist, egal. Okay, du willst üben, ihre Nummer zu kriegen, egal wer sie ist, okay? Von jedem, den du kennenlernst, besorg dir die Kontaktmöglichkeit. Das ist das ABC. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr Free-Content möchtest, dann like die Seite auf Facebook, abonniere den Channel und Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video.